In der heutigen Review geht es um diese Classic Cookies hier und nachher vielleicht noch ein bisschen um den Film Dinner für Spinner. Diese Kekse sind von Kovo, haben 40% Schokolade. Manchmal finde ich, schmecken solche Kekse zu schokoladig. 40% ist ein Idealmaß, muss ich sagen. Kalorien ist drin. Ich sage jetzt nicht wie viel. Das wäre dann ein Spoiler, würde ich sagen. Die schmecken sehr gut, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ein Keks enthält zum Beispiel 4,7% des Tagesbedarfs an Brennwert zum Beispiel. Die Kekse sind haltbar bis zum 01.06.2011. Da hat man auf jeden Fall noch genügend Zeit, die Kekse zu essen. Barcode. Wenn man sie mal mit diesen Keksen vergleicht, mit den Schoko-Cookies, da finde ich die wesentlich besser hier. Weil das ist eher so die Weicheier-Version von diesen Keksen. Weil das ist so die richtig harte Version. Das zeigt so richtig, wie hart dieser Keks ist. So, schaut's an, ich hab Schokolade, ich zeig her, der Keks für Männer. Und das ist eher so Pussy-Style, so, hallo, ich hab ein paar Schokoladensplitterchen oben drauf, ein bisschen, ich auch keine Kalorien. Und wenn man auf diese Kekse drauf beißt, dann sind sie auch nicht so schön knusprig. So, oh, bitte, bitte, zerbeiß mich nicht, ich bin so weich. Aber diese Kekse sind richtig hart für Männer, die wollen gegessen werden. Ich kenne nicht viele Kekse, die so gut sind wie diese. Also eindeutig, wer diese Kekse nicht mag, ist ein Arschloch. Das einzige Negative, was ich über die Kekse sagen kann, ist, diese Kekse sind im Vergleich dazu wieder verschließbar. Die haben hier so, zack, kann man aufmachen und dann wieder zumachen. Das hier ist eine Packung, die man danach nicht wieder zumachen kann. Von dem her einen kleinen Pluspunkt an diese Hausgebäck-Kekse. Obwohl ich mir da jetzt nicht wirklich sicher bin, ob da wirklich Häuser drin sind. Classic Cookies, sehr zu empfehlen. Und dann noch anschließend natürlich noch kurz ein Wort über den Film Dinner für Spinner oder Dinner for Schmucks auf Englisch. Um ehrlich zu sein, ich habe mich sehr amüsiert von dem Film. Ich habe bei manchen Szenen Tränen gelacht. Ich weiß definitiv Leute, die den Film scheiße finden würden. Es ist einfach ein Film, wo man sich anschauen muss und dann selber ein Urteil darüber bilden. Und schaut euch lieber Der Town an, weil da ist sicher, dass er geil ist. Einige Witze fand ich in dem Film auch sehr schlecht. Und bevor Steve Carell in den Film kommt, ist der Film gar nicht lustig. Was ich auch nicht mochte, ist, dass der Film am Schluss dieses klassische Hollywood-Rezept anwendet, den Film aufzuwickeln. Fast jeder Hollywood-Film endet gleich und der wendet genau das Rezept an, wie das so ausgeht. Ich finde die Idee auf jeden Fall von dem Film nicht schlecht. Also das ist eine sehr lustige Idee und deswegen muss man erwähnen, dass das eine Neuverfilmung ist. Das wissen vielleicht viele Leute nicht. Ich finde es ein bisschen so hinterhältig, wie die Leute was Altes nehmen und neu verfilmen und dann das ein bisschen so verstecken, dass es das schon gab. Leider habe ich das Original nicht gesehen. Vielleicht ist das Original noch lustiger. Abonniere meinen Channel oder ich gebe dir nichts von diesen Keksen ab.